Iron Sky geht von einer Prämisse aus, nämlich dass 1945 die Nazis eine geheime Mondmission gestartet haben und dort auf der dunklen Seite des Mondes, wo sonst, eine Mondstation errichtet haben, die als Energiequelle Helium-3 benutzt. Weil man fragt sich ja, wie sollen die denn sonst da oben irgendwie warten? Also Helium-3 ist das Zauberwort, da komme ich später drauf zurück. Dann gibt es eine amerikanische Präsidentin, die ganz gerne wiedergewählt werden möchte und deswegen einen schwarzen Astronauten auf den Mond schickt, um damit Propaganda zu machen, wie es schon heißt. Dabei entdecken diese Astronauten diese Nazi-Station und die Nazis kommen auf die Erde zurück, weil sie denken, sie sind entdeckt und wollen den Präventivschlag wagen. Dabei spiele ich einen sehr ambitionierten Nachrichtenübermittlungsüberführer, nämlich den Herrn Klaus Adler, der ganz gerne Mondführer werden möchte und eigentlich möchte er die ganze Welt beherrschen. Und ob das gelingt, da muss man sich den Film am Ende selber angucken. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil ich da eine Figur spiele, die nicht besonders menschlich ist, sondern dass ich spiele sozusagen einen Comic-Nazi, einen Nazi, so wie man sich den so langläufig vorstellt. Unmenschlich, emotionsfrei, kaltherzig, kaltblütig. Und so. Und so eine Figur zu spielen und die ganz weit zu treiben und so weit wie es geht, teilweise auch bis hin zum Outrieren, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Kollegen, das war natürlich das große Highlight. Vor allen Dingen meine älteren Kollegen, die aber jung im Herzen sind, Udo Kier und der Thilo Brückner und das, also mit Thilo habe ich vorher schon gearbeitet, mit denen habe ich so viel gelacht und es war so wahnsinnig lustig. Eigentlich hätten wir davon eine Doku machen sollen und dann nochmal das Ganze raus ins Kino bringen. Das wäre ein großer Spaß. Also ich bin, glaube ich, vor 5 Jahren oder sowas an Bord gekommen. Da gab es noch ein Drehbuch, das hatte bis auf die Grundkonstruktion Nazis auf dem Mond im Prinzip nicht viel mit dem zu tun, was man gestern im Kino gesehen hat. Da gab es noch, mein Gott, da sind wir noch gelandet auf irgendeiner Fashion-Show, da ging es noch wahnsinnig viel um die Oberflächlichkeit von Mode und lauter solchen Sachen. Und währenddessen wurde permanent auch versucht, irgendwie diesen Film überhaupt erstmal zu finanzieren. Das war ein längerwieriger Prozess. Und ganz lange habe ich eigentlich auch nicht mehr daran geglaubt, dass man tatsächlich am Ende des Tages nochmal so einen Film im Kino sehen könnte. Geschweige denn, dass wir davor drehen. Auf jeden Fall. Also ich habe in meinem Schauspielerleben schon das ein oder andere Mal so eine Uniform angehabt. Aber so weit zu treiben oder so, wie gesagt, so eine Figur einfach so klischeeartig darzustellen, die Möglichkeit hatte ich noch nie und werde ich wahrscheinlich auch nie wieder kriegen. So eine Figur kann man nicht vorbereiten. Was soll ich da vorbereiten? Also da kann ich mir Robin Hood angucken und den Sheriff von Nottingham von mir aus. Solche Sachen kann man sich da angucken und sagen, okay, wie weit hat Herr Alan Rickman das getrieben? Auch ziemlich weit und war auch sehr lustig. Solche Sachen kann man machen, aber jetzt im Sinne von einer ernsthaften Auseinandersetzung mit einer Figur und dem Kontext und das geht in der Situation nicht. Also da gibt es keine Sekundärliteratur zu. Also ich spiele Klaus Adler, einen sehr ambitionierten Mondnazi. Deswegen sehr ambitioniert, weil er unabhängig von seiner Überzeugung, die er vielleicht irgendwo hat, aber also in erster Linie ist er ein Verbrecher. In erster Linie will er eigentlich alle anderen beherrschen und die Ideologie, wie das stattfindet, das ist ihm eigentlich vollkommen kackegal. Er ist sehr machthungrig und machtbewusst. Und dementsprechend
Es gibt zwar, er hat sich zwar irgendwie jemanden auch ausgesucht, mit dem er zusammen sich vorstellen könnte, weil ihm ist auch klar, alleine da oben, man braucht ja immer jemanden an seiner Seite. Ist auch langweilig vielleicht, oder vielleicht sieht es auch nicht so gut aus, da ist er sich nicht so ganz sicher, deswegen hat er sich Renate Richter ausgesucht. Ich glaube, das ist nicht Liebe, sondern in erster Linie Gier und Berechnung, die beiden zusammenbringt, beziehungsweise ihn zu ihr bringt. Und ja, ansonsten spiele ich ein Arschloch.